Hallöchen, Leute. Hallo. Wo ist er? Die zwei machen schon wieder ein bisschen Blödsinn. Ich guck dem einfach mal ein bisschen interessiert zu. Ich glaube, ich setze mich jetzt dahin und guck den beiden zu. Oh. Hey! Aua! Hallo! Ich sag doch, das hakt bei mir. Wenn ich. Ich steck fest. Wenn ich ihn vor mir sehe und schlag. Hallo! Und der Boxkampf beginnt. Ding, ding, ding! In der rechten Ecke. Exi, in der linken Ecke. Kopernikus. Oh, verdammt. Exi hat verloren. Mein Helm ist nicht da. Du bist ja eh nackig, ich meine. Ei. Ich hätte ja wenigstens einen Helm aufsetzen können. Mach nicht wieder irgendwas mit Todesfolge, wenn's geht. Nix. Das war er, nicht ich. Das habe ich noch nie umgebracht. In der letzten Folge haben wir festgestellt, dass 80 für Taucherzeug, Ausrüstungszeug nicht reicht. Wir brauchen 81. Ich habe zu Exi gesagt, das soll 81 werden. Er prügelt sich lieber mit Marietta. Währenddessen habe ich endlich einen Sattel hergestellt für das Röckchen. So. Und da flattern wir einfach mal los. Lassen die zwei da. Ja. Hm. Scheiß Geländer. So, warte. Hallo? Schrei nicht so. Scheiße. Ich spüre in der Hand. Hat das einer gesehen? Hat keiner gesehen. Das war nämlich gar nicht echt. Das ist ja eingebildet. Okay. Also, ich finde, das Röckchen macht nicht gerade viel Schaden. Schaden. Ach so, haben wir jetzt eigentlich schon getestet, ob die Röckchen Babys machen können? Haben wir das schon getestet? Nee, haben wir noch nicht. Das teste ich doch jetzt auch. Oh, E. Es heißt Ele. Nee, ich meine nicht dich, ich meine ihn. Er heißt Exi. So, welche zwei Paar haben wir denn? Haben wir denn überhaupt den 101er schon ausgebrütet? Ich hab hier einen. Hm? Ach, da. Ah! Hört auf jetzt! Danke! Au! Verdammt! Oh, super! Wieso bin ich jetzt tot? Ich war bewusstlos. Warum seid ihr... Wo seid ihr überhaupt hin? Ja, wahrscheinlich sind unsere Sachen dazu da, was weiß ich, wohin gespawnt. Sag mal, könnt ihr einfach mal das lassen mit euch ständig da rumhauen und töten und so Sachen? Exi auch weg. Was? Irgendwie. So, ja, also, ich flieg scheinbar raus. Hä? Doch. Ja, aber warst du tot? Nee. Ich war nicht tot. Aber kein, ich lag irgendwo im Haus. Strahl. Ich hab keinen grünen Strahl. Irgendwo am Strand habt ihr gesagt, ne? Zumindest lag Hedda da letztens. Aber wo am Strand? Woher wisst ihr das? Er hat's irgendwo gefunden und gesagt, es war am Strand. Wenigstens habe ich jetzt nicht das Ei oder sowas irgendwie im Inventar gehabt. Das Protokoll, ich war bewusstlos. Du bist genauso schuld wie sie. Ich habe gar nichts gemacht. Ihr zwei macht immer irgendwelche Faxen. Außerdem habe ich... Nie. Du hattest wenigstens eine Waffe. Ja, ist gut. Gehst du weg? Hat mich gerade beleidigt. Das ist mir auch gerade egal jetzt.
Ah. Also nochmal Zeug herstellen, nochmal einfärben. Boah, ey. Tja, jetzt. Exi, ich bin dafür, dass du dich rosa einfärbst. Mhm. Ach so. Ich bin dagegen. Bin da auch für. Geht auch lila. Nein, oh, rosa. Wofür steht rosa? Lieblichkeit? Keine Ahnung. Das passt zu mir. Friede, Freude, Eierkuchen? Glaube ich nicht. Das steht für die Aggressivität einer deprimierten irgendwas. Haben wir denn das 101er Rocktreckei schon ausgebrütet? Oder 104er oder was du da gefunden hast? So, wo steht denn hier mal vernünftig erklärt, welche Farbe was bedeutet? Also hier steht, pink oder rosa ist eine feminine Farbe. Sie ist freundlich, romantisch, zart, charmant, süß und einfühlsam. Also romantisch, zart, süß und einfühlsam trifft voll auf mich zu. Exi? Exi? Ja? Wo ist das 104er Ei? Kühlschrank oder Dingsbums? Nest? Nein, im Nest ist es nicht. Im Kühlschrank sehe ich es auch nicht. Da fehlt auch dieses andere hohe Ei noch, wo wir hatten. Mach jetzt nicht, die sind abgelaufen. Abgelaufen können sie nicht sein. Habt ihr die schlüpfen lassen? Nee. Und sind dann aufgegangen also oder so? Also ich nicht. Techrex. Also ich meine, einige wären tatsächlich nur 3 Tage haltbar gewesen. Echt jetzt? Also ein 90er ist noch im Räucherschrank. Aber das 104er fehlt, ne? Ich kann ja mal hier so ein Transfertool herstellen, wenn das irgendwo in irgendeinem Inventar ist. Nicht, dass es in einem der Argisse war oder so. Das glaube ich nicht. Rock. Befruchtetes Rockdrake-Ei. So, von allen Dinos und Strukturen in mein Inventar. Wir haben nur ein befruchtetes Rockdrake-Ei, was irgendwo drin ist. Und das ist das 90er in der Räucherkammer. Schlecht, wie viele Tage haltbar? Das 90er ist noch 2 Tage und 1 Stunde 49 Minuten halt. Okay, wir prüfen es aus. Hast du es mal im Inventar? Nein, es ist im Räucherschrank. Dann gucken wir nämlich mal, dass wir ein bisschen Babys machen können. Das ist aber echt blöd, weil ich sage erstmal, 2 Kryos fehlen auch. Die sind irgendwie auch verschwunden. 2 Kryos könnte ich im Inventar gehabt haben, als ich das erste Mal da in der Höhle verreckt bin. Ja. Glaub ich. Ja. Es war erfolgreich. Was? Die Höhle? Die war sehr erfolgreich. In Sachen Sterben. Ja, auf jeden Fall.
Ich könnte mal noch ein bisschen Nachwuchsdünger herstellen. Jetzt habe ich gar keinen. Egal. Willst du das auf dich prägen, das 90er? Er sieht sehr interessant aus, sehr bunt. Er ist gerade geschnitzt übrigens. Ich hole dann noch Krühe und stell den da vorne hin. Ja, Mariette hat auch noch keinen Hohn, oder? Weiß nicht, was hab ich? Ja, Mariette hat ja noch ihren Rüdiger zum Üben und kaputt machen. Ich ja, und den kann Marietta dann kaputt machen und dann kommt der. Ich mach den nicht kaputt. Was glaubst du noch? Ja, dann komm her und nimm den mal an. Ist das schön. Deine Eier. Von den Agentabissen. Ja, bevor die irgendwann ablaufen, dachte ich, nein, schmeiß ich vielleicht auch lieber raus. Ja, von den Agentabissen kannst was du. Was hat denn der für eine Farbe? Marietta will ihn nicht. Nein, ist okay, ich nehme ihn. Es wird auf jeden Fall mit dunkelbraun dabei. Oder ja, vielleicht dunkel, sogar dunkelbraun und orangen Federn. Und ein bisschen blau am Ende. Ja, jetzt wart, bis er abgewachsen ist. So, ja. Was haben wir denn hier? Puh, die Agentabisse kannst du auch noch. Achso. So benennen, welchen du noch behalten willst, dass du diese. Du benennst die ja immer so irgendwie um, ne? Ja, wenn die besondere Sets haben, schon. Also du. Nee. 12, 12, 15. Bin ich mal gespannt, was da für ein Name rauskommt. Was ist los? Oh. Exi tötet wieder Babys. Nein, die schlafen ein. Okay, Schnarchi. Ein Babyschlupp. So, Babyschlupp kommt mit nach vorne. Du kommst hier mal neben den 114er. Ah, ich hab den schon gelevelt. Immer ist der. Männlich? War Babyschlupp weiblich? Nicht. Auch männlich, verdammt. Haben wir überhaupt einen weiblichen Rockdreck, wo wir mal ein bisschen testen können, ob die sich überpaaren können? Männlich? Weiblich! Ja, dann nehmen wir doch einfach mal gerade die zwei 50er Paarung aktivieren. Paarung aktivieren. Und es passiert genau nichts. Sehr gut. Also sie können sich nicht paaren. Ohne Mutator. Schade, schade. Das ist so. Dann packe ich nee. Ich pack mal Hedders wieder ein. Alles Fleischfresser hier. Anzeigen. Ja, eine Mutation haben wir, das ist die auf Gewicht tatsächlich. Also Ghillie-Rüstung haben wir jetzt ohne Ende, ne? Wir könnten echt mal so ein paar Pelzrüstungen brauchen oder so. Ja, Seppel ist ja tot. Ich würde mir von den Argissen einer nehmen, den du aussortiert hast. Und Seppel 2.0 draus machen. Ja. Den mit dem roten. Warte. Der 122er? Ja, der Lore. B33 Mutar 1. So, Seppel 2.0. Mal mit. Also wenn wir jetzt auf den
weiblichen noch den roten Kopf von dem männlichen raufkriegen, finde ich, sehen die schon ziemlich cool aus. Ja. Ja, und Marietta könnte der wahrscheinlich so gefallen mit den orangen Federn an der Spitze und den türkisen und den Terküsen dazwischen. Keine Orange. Den Rest hat sie nicht mehr gehört. Türkis, okay, warte, ich will es mir angucken, wo ist. Baby. Die richtige Antwort ist hier. Warte mal. Und die präzise Antwort, Haustür rechts rum, nochmal rechts rum und dann bei den Klimaanlagen. Warte mal, ich hol den mal ein bisschen her. Wenn und der rote Kopf hat dir auch gefallen, also eigentlich. Pass mal auf, wenn er läuft. Guck mal, wenn er läuft. Warte. Hast du es gesehen? Türkis. Die sind unten halt Federn, die Türkisen. Ja, aber es war beim anderen, glaube ich, am Anfang auch nur ganz wenig zu sehen. Ja, und dann, wenn sie erwachsen sind, dann. Ja. Doch, das sieht gut aus. Aber das Weibchen hat eine Muta, ne? Die haben beide eine Mutation. Weibchen ohne Muta wäre halt schon besser, gell? Aber aus der Vaterlinie müsste dann eigentlich okay sein, oder? Welchen Wert hast du denn jetzt eigentlich da genommen? Warte mal, ich muss wieder ein Binocular. Also die haben beide die besten Werte, die wir momentan haben. Okay. Und die Mutation ist halt auf Gewicht. Ich weiß halt nicht, warum du das... Achso, du tust den höchsten Wert angeben in der Benennung. Ich tue den... Also normalerweise züchte ich so, dass ich Stats auf Basislevel quasi habe und dann benenne ich den Stat, den ich mutieren will, mit der Höhe, wie hoch der ist und der Mutationsstufe. Schön. Also im Prinzip auch so wie jetzt. Also W33 ist der Stat, der halt mutiert ist und Mutter 1 heißt, ist halt eine Mutation drauf. Macht ganz schön kompliziert. Was heißt H16, also Hunger 16? Was ist F16? Also bei denen, die sind halt noch nicht zusammengezüchtet. Bei denen heißt es einfach, der höchste Stat oder die höchsten Stats, die haben. Und aber H steht für Health und F steht für Food. Ach, Health? Und SPD steht für Speed. Ja, der SPD war mir klar, aber ich dachte jetzt, ich habe jetzt nur den Food gesehen, deswegen dachte ich, H steht für Hunger und dachte so, was ist denn jetzt F? Nee, H steht für Health und F steht für Food. Okay. Weißt du, ich nenne die ja einfach immer so Mama oder Papa und dann hinten dran HP 43, ANG für Angriff, was weiß ich, 50. Kann man natürlich auch machen. Also ich habe für mich entschieden, dass ein Buchstabe für die Benennung am passendsten ist, weil es am wenigsten Platz wechseln. Platz wegnimmt und ja, also eine englische Bezeichnung davon der Regel für kürzere Benennung sorgt. Hast du eigentlich schon gemerkt, dass dieser 90er richtig scheiße ist mit den Stats? Welcher 90er? Wo? Der Rockdreck. Da ist er, der. Yes, ist Gott. Ist das meiner? Nee, das ist Mariettas Babyschlupp. Ach so, ja, denn. Ich weiß nicht, wo deiner jetzt ist, weil du eigentlich den 104er wolltest. Aber dann kriegst du halt den ja, Liebling wieder. Ihr habt mir wieder die Scheiße gegeben, ha? Nee, wo ist der eigentlich? Level her ist das echt super. Also, irgendeiner muss ja auf mich geprägt sein. Es ist nur so, dass der. Es ist nur so, dass der Babyschlupp. Also, der. Der Liebling ist aufgezogen von Exi und mit dem kriege ich. Ich habe ihn schon gelevelt. Einen Bonus. Aber ich frage mich jetzt gerade, welcher ist jetzt dann meiner? Habe ich denn überhaupt? Also der Rüdiger ist von Marietta. Ah, hier. Und Kaspar ist von dir. Ja. Und der Liebling
Den hast du wahrscheinlich so genannt. Der ist ja von mir. Aber dann ist Liebling wieder deiner. Ich habe den ja jetzt eigentlich nur übernommen, weil ich dachte, du hast das 104er noch irgendwo. Aber wir können doch nicht so schlampig sein mit unseren Eiern. Das geht doch nicht. Sag das, Hedda. Wieso Hedda? Der ist nicht da, der ist nicht da, der kann sich nicht wehren. Gute Taktik. Babyschlupp, werd schnell groß. Schlupp, schlupp. Das ist jetzt die Frage, wie heißt mein Rockfeld? Ich sage jetzt nicht, schreibt es in die Kommentare, weil dann heißt er wieder genauso. Nice. Genau. Könnte passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, recht groß. Ja. Och, Rüdiger, du und dein Schwanz. Marietta, würfel mal. Wie heißt der Rock Drake? Moment. Er ist männlich. Männlich. Sonst rolle ich einmal mit dem Kopf über die Tastatur. Nein. Das ist 100. Nein. Keine Sonst Ahnung, ich ja nicht meiner, muss ja kein schöner Name sein dann. Toll, danke. Das Kind ist nicht meins, also kann es ruhig Kevin heißen. Joghurt. Das sieht nicht aus wie ein Joghurt. Nein. Ich roll jetzt einmal Fuchur mit dem Kopf über. Kartoffel. Nenn ihn Fuchur. Dem sieht er eigentlich am ähnlichsten. Ist zwar nicht so hell, aber. Also Kartoffel dich, Fuchur und ich roll jetzt einmal über den Kopf über Tastatur und dann denke ich mir daraus was aus. Du hast doch ein Kartoffel. W20, ne? Habe ich auch. Aber ich habe keinen Namen anhand derer ich feststellen könnte, was beinahe. Nenn ihn doch Baby Blue, weil er so babyblaue Federn hat. Baby Blue. Oder einfach nur Blue. Was macht Baby Schlurp? Schlupp, nicht Schlupp. Annie? Oh, Annie hat Hunger. So. Und mit dieser Rockträg-Folge sind wir dann auch schon wieder fertig. Dann sagen wir tschüss. Einmal winke, winke. Keiner abbrechen. Winkt. Hallo. Was, wo, hier, da. Winken. Stress. Bis zur nächsten Folge.